Mein Tasmanian Tiger Mill Wallet, ja, mein Geldbörsel, das löse ich schon auf. Ich habe es ja auch schon einige Jahre und ich steige jetzt um auf, ja, die neue Technologie, mein neu, aber auf die neue Version dieses Mill Wallets. Und ja, wir räumen jetzt mein EDC alt in neu um. Und wenn die interessiert, ja, was ich da drin habe und wie das funktioniert, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rosten vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich steige um auf ein neues Tasmanian Tiger Mill Wallet. Und zwar das, ja, mit, ich weiß nicht, ob man das jetzt so ausspricht, RFID. Und ja, da steht drauf, stopp den Datendieben. Und ich habe jetzt auch eine Kreditkarte oder so eine Bankomatkarte, die ja auch mit diesem Tüt einfach hingehen und dann ist alles klar, funktioniert. Und da ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn, ja, so etwas dabei ist. Ich bin jetzt gespannt, weil ich habe da noch nicht reingeschaut, das ist jetzt Premiere für mich, ob die beiden Teile hier gleich sind vom Innenleben. Und ich habe natürlich auch meine Visitenkarten dabei, das ist ganz klar, das braucht man immer wieder, weißt du, selbstständig und so, da hat man immer Visitenkarten dabei. Und ich habe auch ein Bild dabei von den Kindern, und oder beziehungsweise jetzt von Patrick, das von Tobias, ja, das Habe ich verloren und habe es noch immer nicht nachgemacht. Aber ja, so ein Bild gehört ganz einfach zum EDC dazu, gehört auch meiner Meinung nach zum Survival dazu. Das gehört ins Survival Kit dazu. Einfach aus dem Grund, weil es einen daran erinnert, in schlechten Situationen, ja, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ja, Survival hat viel mit Kopf zu tun, ja, ob ich das durchdruck, ob ich das durchbeiße, ob ich da durch die schlechten Situationen durchgehen will oder nicht, ja. Das hat etwas damit zu tun. Gut, und das kann ich damit in den Griff kriegen. Was mir gleich einmal auffällt, ist, dass diese Glassichtfolie da oder dieser Glassichtteil hier deutlich größer ist, ja. Kommt mir zumindest so vor. Oder ist meiner schon, naja, der ist ein bisschen kaputt worden. Nein, das ist absolut gleich. Und das ist auch einmal gegeben. So, dann hier hinten ein Mitgliedsausweis, ja. Habe ich da drinnen, der kommt auch hier dazu. So, das passt eigentlich ganz gut. Ja, das schaut auch relativ gleich aus, also da gibt es jetzt einmal keinen Unterschied. Dann natürlich Geld, ich sehe ganz klar die Münze und so, das ist jetzt egal, aber schau mal, durch den Dauereinsatz hat sich da jetzt so ein Riss ergeben. Das ist halt, du machst immer wieder auf den Klett, der noch immer funktioniert, es sind zwar so kleine Fasern jetzt drinnen, wie lange habe ich das Ding im Einsatz? Ich weiß es nicht, aber 3 Jahre mindestens. Und ja, das geht halt mit der Zeit auf und jetzt hat sich da auch schon ein Riss gebildet, also ist eh höchste Eisenbahn, dass ich das jetzt mal ändere. Also gut, ein paar Münzen und natürlich auch ein Feuerstahl, also ich bin ja Feuerstahl-Anhänger, natürlich mag ich auch, Feuerzeuge, aber so ein Feuerstahl, der hat schon seine Vorteile und den ich habe, das ist der Refill, das heißt das Auswechselteil, was es bei meinem Survival-Tool gibt, das kann man ja wechseln. Ja, und da gibt es auch diesen Refill bei mir im Shop und ja, da habe ich mir einen Stibitz sozusagen und hier hineingegeben und ja, der kommt natürlich auch in die neue Version rein. Ich bin gespannt, ja, boah, der ist natürlich noch, boah, der macht noch was her, auch das ist komplett gleich, also da gibt es jetzt einmal keinen Unterschied vom Platz her. Ja, das ist genau gleich, das passt auch mal ganz gut. So, was habe ich noch? Abgesehen von meinen Papieren und das ganze Zeug, aber das will ich da jetzt ersparen, das ist jetzt egal. Habe ich etwas bei mir in meinem Geldbörser, das vielleicht auch für dich interessant ist, und zwar, das ist das hier, das sind Pflaster und so, eigentlich ist ein ganz guter Zeitpunkt, die wieder mal aufzufüllen und Alkoholbett. Ja, aus dem Grund, weil ich immer wieder mal mit den Kindern unterwegs bin und da tut man sich was und so ein kleines Erste-Hilfe-Packerl. Ich finde das ganz gut bei einem EDC, bei einem Everyday Carry gehört das dazu. Dann was ich hier in diesem Teil habe, ist abgesehen einmal davon, von diversen Ausweisen und so Geschichten, die gebe ich später rein, das hier, ein Kreditkartenmesser. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland erlaubt ist. Manche meinen ja, das ist nicht erlaubt, weil, weiß ich nicht, gefährliche Kampfwaffe versteckt, irgendwas, was weiß ich, ja. Hier in Österreich, ja, kann man es die ganz normal beim Händler kaufen und ja, also ich weiß es nicht, ob das in Deutschland ein Problem ist. Ich habe das auf jeden Fall und ja, ist eine Klinge, die man verwenden kann. Auch das passt da wunderbar rein. Ja, das ist einfach alles wieder viel neuer und schöner und besser und cooler und sowieso. Ja, also das ist jetzt das Alte, da ist noch ein Papier drinnen. Sonst, ja, noch in einem wirklich guten Zustand, wie ich meine, außer halt die ganz kleinen Risse, das ist jeden Tag im Einsatz gewesen. Ja, und jetzt kommt es ganz einfach weg, das gehört ganz einfach so. Und ja,
gibt es jetzt hier in der neuen Version. Ja, da geht der Zipper auch noch schöner. Das ist bei dem auch schon ein bisschen, weißt du, so. Ja, geht gerade halt so, aber soll so sein. Was ich mir da jetzt noch dazu legen werde, hineingeben werde, ist, weil ich das jetzt auch noch nicht nachgefüllt habe, und das ist gleich der gute Zeitpunkt dazu, das aufzufüllen. Das ist ein Katadyn, da habe ich es eh schon, so, da drüben, ein Katadyn-Wasserteilchen. Das bedeutet, ich werde mal eine Tablette rausschneiden, und die werde ich mir auch mit dazu reingeben in die Klarsichtfolie, damit ich auch Wasser aufbereiten kann zur Not. Oder wenn es sein muss, Wundspülungen zu machen und alles, was halt so nötig ist. Ich freue mich, dass ich jetzt die neue Version habe. Finde ich ganz einfach klasse. Link zu dem Produkt findest du unten. Gibt es bei mir im Shop, natürlich auch auf Amazon findest du dieses Teil hier. Ja, ich mag dir mal einen Kommentar bitten, wie, ja, was du, ob du sowas im Einsatz hast und ja, ob du von diesen RFID, ob du das auch für gut findest, dieser Block, ganz einfach diese Block-Technologie, ob du sowas auch schon im Einsatz hast, was du von diesem Geldbörsel hast und welches Geldbörsel du als EDC hast. Das wäre auch noch ganz cool, wenn du mir das als Kommentar schreiben würdest unten. Das wäre sehr, sehr nett. Und ja, noch etwas, der oder diejenige, die mich als erster anschreibt, kriegt das hier ja, kostenlos zugeschickt, wenn du es haben willst. Also, ja, ganz einfach so, schicke ich dir ganz einfach zu, für den Ersten, der mir eine E-Mail schickt und sagt, er will das haben. Gut, das war's jetzt an der Stelle. Ich sage danke fürs Dabeisein. Dein Reini Rossmann, Link zum Produkt unten. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen, Daumen nach oben oder unten. Ja, ich sage danke. Pfiat die, ciao.